Attention, please. You are listening to your number one podcast called Business Boulevard. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zum Podcast Business Boulevard. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplombank-Betriebswirt. Wir haben heute Montag, es ist der 27.8. und wir starten in die Woche. Es geht direkt los mit den News und wir fangen an mit Tesla. Die Vorgeschichte kennst du ja bestimmt. Elon Musk hatte getwittert auf seinem privaten Account, dass er überlegt, das Unternehmen Tesla wieder delisten zu lassen von der Börse. Das würde 70 bis 80 Milliarden Euro kosten. Er hatte zwar einen saudi-arabischen Investor, der mit einsteigen würde, aber auch selbst das, also es wäre das größte Delisting aller Zeiten gewesen. Die Börsenaufsicht hatte Musk und sieben seiner Manager dazu eingeladen und angehört, weil dass schon nahe liegt, dass Kursmanipulation betrieben wurde. Man muss natürlich als börsengelistetes Unternehmen eine gewisse Investor Relationship Kommunikation einhalten. Das hat er nicht getan. Dann gab es News, dass er wahrscheinlich nur Strafen bis 250.000 Euro zu erwarten hat und so weiter. Jetzt kamen über dieses Wochenende zwei weitere News von Tesla. Nachricht 1. Es gibt einen Tesla-Investor, der heißt Ross Gerber. Und der war in einem Interview mit einem Finanzsender, nämlich CNBC. Und der hat gesagt, oder er hat argumentiert, dass Apple Stärken, also das ist ein Investor von Apple, dass Apple Stärken gerade im operativen Bereich und bei der Logistik liegen, genau da, wo Tesla derzeit besonders Probleme hat. Sein Zitat, Tesla braucht Hilfe und Cook könnte einspringen, sagt er. Also ein Apple-Investor, der nahelegt, dass Apple vielleicht das Delisting von Elon Musk betreiben könnte. Gerber sagt halt, Apple könnte auch von der Partnerschaft profitieren. Der iPhone-Hersteller sei in Sachen technologischer Innovation in totaler Stagnation verfallen und so würden sich wohl Synergien bilden, so sagt er das. Und jetzt kam auf einmal auch ein neuer Bericht, und zwar auf Manager Magazin, einen Tag später. Und hier heißt es, Tesla bleibt an der Börse. Also man weiß es noch nicht so genau, nichts ist offiziell. In diesem Bericht sagt Elon Musk, dass er seine Pläne, ad acta gelegt hat. Er habe den Vorständen mitgeteilt, der bessere Weg für Tesla ist es, an der Börse zu bleiben. So schrieb Musk es am Freitag auf der Twitter-Seite des Unternehmens, nicht auf seinem Privataccount. Die Vorstände hätten angedeutet, dass sie dem zustimmen. Musk schrieb nun, nach Gespräch mit Investoren sei offenkundig, dass die meisten Altgesellschafter glauben, Tesla sei besser dran als Aktiengesellschaft. Von daher, so, jetzt muss man mal gucken, was dabei rauskommt. Fällt mir dazu auch nichts mehr ein, was ihn dann dazu jetzt geritten hat, das zu tun. Und der Aktienkurs hat sich seitdem jetzt nicht deutlich gesteigert. Wir warten ab, was noch kommt. Und dann gab es ein super cooles Urteil, und zwar vom BGH. Ich verfolge jede Woche sowieso alle BGH-Urteile, auch im privaten Bereich für Vermietungen und so weiter. Das interessiert mich einfach. Morgen werde ich nochmal was zum neuen Urteil von Sparkassenkunden erzählen. Heute geht's aber um das Online-Ticketsystem. Und zwar hast du es wahrscheinlich schon gehört von CTS, auch besser bekannt als Eventim. Eventim.de ist ein Tickethersteller, ein Ticketvermittler, eine Vermarktungsplattform, wo du für Events Tickets kaufen kannst. Und die CTS Eventim wurde jetzt bestätigt vom BGH am Donnerstag, darf keine Gebühren mehr nehmen für elektronische Tickets, die du selber zu Hause ausdruckst. Die Servicegebühr wurde für 2,50 € bepreist. Das ist jetzt nicht möglich, so hat der Bundesgerichtshof entschieden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert? Also Eventim hat gesagt, dass sie es jetzt sofort rausnehmen werden, aber es gibt auch einen Regressanspruch. Das heißt, wenn du in den letzten 2 Jahren diese Gebühr gezahlt hast und du das öfter gemacht hast, dann kannst du auch diese Gebühr zurückfordern. Das muss natürlich jeder selber entscheiden,
Das werden wahrscheinlich nur 10 Euro maximal sein und dafür eine halbe Stunde Aufwand, dann hättest du einen 20 Euro kalkulatorischen Stundenlohn. Ich würde es nicht machen, aber möglich ist es. Also wenn du ein Ticket gekauft hast, hast du ja juristisch 3 Jahre Zeit. Das wird auch nicht gehemmt. Von daher, ja, do it oder do it not. So, dann kommen wir zu einer Aussage von Frank Thelen, die fand ich ganz cool. Und zwar der TV-Star Frank Thelen ist ja von DH, also die Höhle der Löwen, geht ja, glaube ich, am 6. September wieder weiter, wo sie fast 10 Millionen investieren werden in diese Einstaffel, so viel wie sie vorher zusammen investiert haben. Und zwar hatte Frank Thelen zuletzt ja schlechte Nachrichten, weil er angeblich für ein Schneeballsystem beworben hat. Zuletzt hat er ja in Otto Nova, eine Krankenkasse, investiert. Und jetzt wohl in ein Schneeballsystem. Ja, Frank Thelen hat die Vorwürfe zurückgewiesen, dass er bei dem Berliner Startup Neufund, heißt es, für ein Schneeballsystem wirbt. Es gab einen Podcast in Finance WFD und da hatte der super erfolgreiche Investor Sven Schmidt dem Frank Thelen vorgeworfen, sich selbst bei dem Startup zu bereichern. Und ja, Frank Thelen hat sich wohl übelst über diese Vorwürfe geärgert. Das hat er zumindest in einem anderen Interview gesagt zur Welt am Sonntag. Das hat ein bisschen gedauert, jetzt das alles zusammenzufassen. Er hat wohl auch den Podcast gehört und hat die Kritikpunkte wohl zur Diskussion gestellt und dann hat Sven Schmidt noch einen neuen Podcast mit Frank Thelen aufgenommen und hat dann aber den nicht veröffentlicht, sondern trotzdem seine eigene Meinung. Und ja, Frank Thelen sagt, er hat sich bei Neufund, dem Startup, nicht in keinster Weise bereinigt. Er habe genug Privatvermögen, das reicht für immer, das sagt er. Alle Investoren, die Thelen an Bord hat, also auch bei Neufund geholt haben, hätten ihre Anteile bisher nicht verkauft. Was macht das Unternehmen überhaupt? Das will eine digitale Börse bauen, durch die sich Startups und andere Unternehmen einfacher finanzieren können. Im Gegensatz zu ganz normalen Handelsplätzen, die Regulatorik bedürfen, soll das hier einfacher sein. Und es soll mit einem Blockchain-System funktionieren. Die kennst du ja auch schon von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Man kann es aber nicht so genau erklären. Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht. Weil, also Frank Thelen hat auf jeden Fall nochmal gesagt, er will sich zukünftig mehr auf die Förderung von Technologie-Startups konzentrieren. Er werde sich darauf weiter fokussieren und um Zukunftsfragen saubere Lösungen aufzubauen. Er hat ja auch schon in ein anderes Unternehmen investiert, die so kleine Helikopter herstellen, so eine Art Flugtaxis. Lilium hieß es, Lilium oder heißt es. So eine Art Flugtaxi. Ja, aber ist auch super beteiligt, oder seine anderen beiden Beteiligungen waren aber auch Hammer. Und zwar war das Litzer und Little Lunch. Beides in jedem Supermarkt zurzeit zu finden. Litzer esse ich 2-3 Mal die Woche. Das ist ein Boden aus Linsen, also ein Pizzaboden, der absolut low carb ist und schmeckt super geil. Und der Little Lunch, da sehe ich meine alten Arbeitskollegen immer essen. Das sind Suppen, die nicht gekühlt werden müssen und einfach in der Mikrowelle aufgewärmt können. Dann kommen wir heute zu Carsten Maschmeyer. Durfte ich selber auch mal persönlich kennenlernen, weil ich für eines seiner Startups unterwegs war. Und es gibt nämlich das Münchner KI, also künstliche Intelligenz Startup X Labs. Und die haben sich eine Finanzierungsrunde über 9,5 Millionen gesichert. Und ja, das Hauptkapital, also mehr als 50%, das stammt mehrheitlich von Olsen Capital und das ist bekanntlich die Beteiligungsgesellschaft von dem Milliardär Carsten Maschmeyer. Und ja, was wollen die machen? Die wollen es mit IBM aufnehmen. Denn die entwickeln selbstlernende Software für die Analyse von wissenschaftlichen Arbeiten. Und jetzt habe ich mir mal die Internetseite angeguckt und das muss man halt erstmal übersetzen, aber es gibt da so einen Report und da sagt man so, es sind so 2,5 Millionen wissenschaftliche Arbeiten und mit der Software soll es möglich sein, alle diese Arbeiten irgendwie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu durchforsten und so beispielsweise schneller zu medizinischen Diagnosen zu kommen und
Gibt da halt aber auch andere Wettbewerber, wie zum Beispiel halt von IBM, den Supercomputer Watson, der macht sowas ähnliches. Zu dem neuen Startup gehören jetzt Kunden in der Pharma und in der Automobilbranche. Es gibt ein Lizenzmodell, das Unternehmen verlangt 100.000 Euro als Minimum und beschäftigt gerade aktuell 50 Mitarbeiter und mit dem frischen Geld soll die Zahl der Beschäftigten gesteigert werden. Also, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Dann kommen wir zu Amazon. Zwei Nachrichten zu Amazon, also zur GAFA-Welt. Google, Amazon, Facebook, Apple. Punkt 1 bei businessinsider.com. Da wurde auf Englisch ein Artikel veröffentlicht. Es geht darum, dass die Lagerplätze von Amazon oder die Arbeitsbedingungen dort ja so schlecht sein sollen. Allein in der Hauptzentrale werden über 45.000 Angestellte untergebracht und dort wird ja immer wieder berichtet, dass es schlimme Arbeitsbedingungen sein sollen. Damit hat Amazon ja schon länger zu kämpfen. Was haben sie jetzt gemacht? Es gibt eine sogenannte neue Company, die heißt FC Ambassador. Und das sind wohl 13 neue Angestellte, die nichts anderes tun, als auf Twitter auf Kritik einzugehen, nochmal Bilder zu posten oder Berichte zu machen über die wirklichen Umstände, wie es da drin aussieht. Und das Ganze, das ist ein riesenlanger Bericht, man kann es aber kurz zusammenfassen. Es geht um das sogenannte Service Recovery Paradoxon, das ist ein Begriff aus dem Neuromarketing, aus der BWL-Welt. Bedeutet, du kannst, oder man sagt, einer, der zufrieden ist mit dir, der wird dich ungefähr ein bis zweimal weiterempfehlen. Und jemand, der nicht mit dir zufrieden ist, der wird es an 10 Leuten weitergeben. In der digitalen Welt kannst du diesen Wert eigentlich nochmal mal 10 nehmen. Also 100 Leute würde davor warnen, dich zu nutzen. Und durch das einfache Nachfragen und das Eingehen, ob er zufrieden ist, respektive ein Kaufverstärker. Das heißt, er kauft sich etwas und du rufst an und sagst, ja, Herr Illauer, Sie haben letzte Woche das und das gekauft. Wie zufrieden sind Sie eigentlich damit? Ist das alles zu Ihrer Zufriedenheit? Und entweder wird er sagen, ja, dann hast du einfach mit diesem Anruf oder dieser Mail einen Kaufverstärker geleistet und er fühlt sich wohler mit der Entscheidung oder mit der Kaufentscheidung. Oder er wird sagen, nein, dann hast du halt die Möglichkeit des Service Recovery Paradoxons. Was bedeutet, dass du darauf eingehen kannst, dass du ihn zufrieden machen kannst. Und im Endeffekt ist er nachher zufriedener als ein Kunde, der kein Problem hatte, weil er das Gefühl hat, dass du voll auf ihn eingegangen bist und sich seiner Probleme angenommen hast. Und ja, genau das soll dieses Team leisten. Zweite Nachricht von Amazon. Schockierend aus den USA. Ich sage ja immer wieder, wenn mich jemand fragt, soll ich noch eine SEO-Agentur gründen? Nein, konzentriere dich auf Amazon Skills beispielsweise. Das heißt, biete Unternehmen an, deren Skills für Voice-Geräte zu schaffen. In Deutschland sind 1 Million unterwegs, also 1 Million Geräte, auf der Welt 100 Millionen. Und in den USA ist einfach nur krank eine neue Statistik, die Amazon jetzt veröffentlicht hat. Wenn dich das interessiert und du auch in diesem Markt mitspielen willst, dann guck auf Business Insider. Da kommt nächsten Monat ein Report raus, der ist zwar kostenpflichtig, aber super interessant, denn es geht um die Mitglieder von Amazon Prime, weil hier Amazon ja noch mehr Daten hatte, die sie nutzen können. Und Amazon Prime-Nutzer, dort haben jetzt 60% schon ein Voice-Gerät, bei Not-Prime-Mitglieder 30%. Also absolut kranke Zahlen. Dann kommen wir heute zur letzten Nachricht von der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank kündigt sinkenden Gewinn an. Was ist da los? Anscheinend günstige Einmaleffekte haben den Gewinn der Deutschen Bank im deutschen Privatkundengeschäft beflügelt. Ja, misslich, natürlich geht's auch. Dieser Effekt fällt nun weg, also jetzt in der zweiten Halbjahreszeit. Also die Deutsche Bank hat in ihrem deutschen Privatkundengeschäft trotz der Integration der Postbank sehr gut verdient.
Und zwar waren es, lass mich mal kurz gucken, 554 Millionen Euro, also mit der Deutschen Bank und der Postbank, also eine halbe Milliarde Euro. Und das in den ersten 6 Monaten dieses Jahres. Das sind gerade einmal 3% weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ja, gab gute Einmaleffekte. Und es gibt neue Prognosen. Für das zweite Halbjahr gehen wir von einem im Vergleich zum Berichtszeitraum erheblich niedrigen Ergebnis vor Steuern aus, so hieß es aus diesem Bericht. Für die Deutsche Bank ist das misslich, denn die Privatkundensparte hat sich zu einer nennenswerten Ertragssäule entwickelt und das Ergebnis der Aktie betrug immerhin zuletzt 2,01 Euro. Und das muss man ja fairerweise sagen, während der Deutsche Bank Konzern insgesamt gerade mal bei 0,09 Euro pro Aktie verdiente. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge auch wieder geholfen und dir auch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Und wie immer der Hinweis, nutze bitte deine Frühstückspause, deine Mittagspause. Tu mir einfach den Gefallen. Ich möchte nicht, dass du für diesen Podcast bezahlst. Aber ich stecke jeden Tag 1 bis 2 Stunden Arbeit damit rein für dich. Und meine Währung ist Reichweite. Empfehle diesen Podcast weiter. Hinterlass mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung. Denn so werde ich irgendwann interessant für Advertiser. Ich kann ja Sponsoren mit reinnehmen und kann so Journalisten refinanzieren, die dir kausal schlussendlich auch noch bessere Informationen zur Verfügung stellen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder, dein Tom.